Und bei einem Beispiel wird das jetzt sofort klar. Ich wähle zunächst einmal ein Beispiel aus dem Bereich der bürgerlichen Tugenden, komme dann später aber auf unser Gebiet, das Gebiet der zwischenmenschlichen Kommunikation, zurück. Nehmen wir mal eine der klassischen bürgerlichen Tugenden, die Sparsamkeit. Eine solche Tugend, eine solche Qualität, wer über sie verfügt, wunderbar. Im Werte- und Entwicklungsquadrat, das vier Kästen vorgesehen hat, tragen wir das in die obere Etage ein, die Sparsamkeit. Denn die obere Etage ist reserviert für die Werte. Aber es sind zwei Werte, die in ausgehaltener Spannung sein müssen, in Balance kommen müssen. Denn sonst ist der Wert in Gefahr, abzurutschen in den Keller. Und der Keller, der ist dann hier unten vorgesehen. Also nur Sparsamkeit und zu viel des Guten davon, das verkommt zum Geiz und das wäre keine Tugend mehr. Da ist eine Einseitigkeit drin, da fehlt etwas.